Lucina muss konsequent bei der Taktik des Trainers bleiben. Über die Führhand den Kampf bestimmen. Nicht stehen bleiben, nicht mitschlagen. Aber Herrera ist es jederzeit zuzutrauen, diesen Kampf hier auch ganz schnell zu entscheiden. Ja, lassen die beide die Führhand ein bisschen hängen, versuchen dazu locken, zu fintieren. Steigt Lucina ein. Lucina sich diese Runde gesichert. Wilfried Sauerland und Arthur Abraham unter Hochspannung. Schön atmen, Engel. Komm. Go, Engel. Engel, jetzt liegt die Form. Klar, bleib ruhig, versuch locker weiter zu boxen, hast es richtig gemacht. Stell dich mal hin im Ringseil, aber nicht stehen, wenn wir da kommen, dann gehe ich weg, dann bin ich wieder da, bin ganz ruhig bei ihm. Ja, nicht mehr die da harten Brocken rein, brauchst du nicht, jetzt kommt von alleine. Richtig schön Abend. Ja, schon die achte Runde hat er. Also, klar. Das war die Szene, die rechte tief, aber kein harter Schlag, kein Problem. Keine Wirkung bei Lucina. Die achte Runde im Kampf um die IBF Interkontinentalmeisterschaft. Dieser Gürtel war für Lucina wichtig, weil er damit den Sprung in die Top 15 der IBF-Weltrangliste geschafft hat. Aber es soll natürlich nur eine Zwischenstation sein. Er möchte gern Weltmeister werden. Er will ein großer Champion sein. Er sagt selbst, ich bin bereit, jeden der Weltmeister, der Titelträger zu boxen. Aber zuvor muss er erstmal diesen schweren Brocken hier aus dem Weg räumen. Könnte jetzt ein, zwei Punkte vorne liegen, aber in diesem Kampf ist noch gar nichts entschieden. Und wie zur Bestätigung die Rechte von Herrera. Stand Lucina ein bisschen wackelig auf den Beinen. Ja.
Seite, links, rechts, kommt jetzt nochmal die rechte. Und da ist es passiert. Herrera am Boden. Und er wackelt noch auf den Beinen. Ist noch nicht wieder voll da. Der Kampf wird aber freigegeben. Lichina setzt nach. Das kann nicht mehr lange dauern. Schwer getroffen. Und der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Und es ist wieder ein Knockout. Herrera muss noch vom Cutman von Abraham Dervish gehalten werden. Und die Freude ist groß. Und ganz klar, dieser Kampf hat Nerven gekostet bei Manfred Wolke. Hier erst die Rechte von Herrera. Und dann hier diese kurze, trockene Rechte. Kam seitlich und dann setzt er entschlossen nach. Und das war der entscheidende Treffer mit der Rechten. Und danach war Herrera nicht mehr voll anwesend und völlig zu Recht bricht hier Howard Forster ab. Der Kolumbianer hatte keine Chance mehr, den Kampf für sich zu gewinnen. Und es kam am Ende so, wie es Manfred Wolke vorher gesagt hat. Du musst auf deine Chance warten. Du darfst nicht diesen Sieg, diesen Knockout erzwingen. Du musst dir Zeit lassen. Aber wir müssen auch ehrlich konstatieren, der Kampf hätte auch schon in der ersten Runde zu Ende sein können. Denn da war Lichina fast am Ende. Bemerkenswert, wie er sich dann aber wieder rausgezogen hat, wie er stabiler wurde. Faires Shake Hands nach diesem Kampf. Und den Applaus, den können beide Boxer jetzt hier auch genießen. Meine Damen und Herren, hier ist das offizielle Urteil. Ringrichter Howard Forster aus Doncaster, England, stoppt den Kampf in Runde 8 nach 2 Minuten und 14 Sekunden. Und damit Sieger durch TKO und weiterhin Intercontinental Champion der IBF im Cruisergewicht aus dem Sauerland-Team aus Frankfurt an der Oder, Enad Lichina. Und die Erleichterung, die Freude, die ist ihm anzusehen. Der mit Abstand härteste Kampf bislang in seiner Profikarriere. Vielleicht ein ganz wichtiger Schritt für Enad Lichina. Und mit dieser Rechten führte er die Entscheidung herbei. Von dieser Schlaghand konnte sich Herrera nicht mehr erholen. Auch hier zu sehen, ganz wackelig auf den Beinen, Shaggy, und dann war es vorbei. Und diese Emotionen, diese Gefühle nach diesem Niederschlag, die Gewissheit, jetzt habe ich es geschafft. Und die beiden jetzt am Ziel ihrer Träume hier in Riesa.